Die neue Peter Pan der Lübecker Reederei TT Line verbindet seit Anfang 2023 die deutschen Häfen Travemünde und Rostock sowie das polnische Swinemünde oder Swinische mit Trelleborg in Südschweden. Die neue Peter Pan ist das mittlerweile sechste Schiff dieses Namens, das für die TT-Line in Dienst gestellt wurde. Sie ist aus der chinesischen Yinling-Werft in Nanjing entstanden und im November 2022 an TT-Line übergeben worden. Die Ablieferungsfahrt führte den Neubau von China mit einer Ladung Fahrzeuge durch den Suezkanal nach Europa. Die Peter Pan hat von der International Maritime Organization, der IMO, die Nummer 8980946 erhalten. Unter dieser Kennnummer wird das Schiff Zeit seiner Existenz auch bei Namens- und Eignerwechseln eindeutig zu identifizieren sein. Die TT-Line betreibt die Peter Pan unter zypriotischer Flagge mit internationaler Besatzung. Die hier im vorderen Mast sichtbare deutsche Flagge ist die Gastflagge, die in Travemünde und Rostock zu sehen ist. Peter Pan kann auf ca. 4000 Spurmetern rund 900 Pkw und ca. 200 Lkw transportieren. Das Schiff ist etwas über 229 Meter lang, weist eine Breite von 31 Metern auf und einen Tiefgang von 6,70 Meter. Die Vermessung des Schiffes ist mit einer Bruttoraumzahl von 56.138 angegeben. Peter Pan verfügt über 12 Decks, wobei die Decks 9, 10, 11 und 12 den Passagieren zur Verfügung stehen. Die bis zu 800 Passagiere können in 239 Kabinen mit 644 Schlafplätzen untergebracht werden. Die Besatzungsstärke beträgt 66 Personen. Peter Pan ist das Schwesterschiff der nahezu baugleichen Die Zeugesonne, die bereits 2022 von derselben Werft an TT-Line abgeliefert worden ist. Zuständig für das maritime Gesamtkonzept der beiden neuen Flaggschiffe der TT-Line ist das weltweit bekannte dänische Marinearchitekturbüro OSK Shiptech. Von ihm stammen wesentliche Teile des Gesamtkonzeptes, die Begleitung der Auftragsvergabe und der Auftragsdurchführung sowie Teile des Interieurkonzepts. Das Design der Innenräume der Peter Pan stammt vom Architekturbüro Ocean Architects aus Waren an der Müritz. Die Designspezialisten waren zum Beispiel auch für die Expeditionsschiffe der Hapag-Lloyd Cruises zuständig und zählen derzeit zur ersten Liga der maritimen Innenarchitekten. Die Peter Pan wird von TT-Line als besonders umweltfreundliches Greenship bezeichnet. Wesentliches Merkmal hierfür sind die mit LNG gleich Flüssiggas betriebenen Motoren des Schiffes. Die Antriebsanlage besteht aus 2x2 MAN-Motoren, die zusammen rund 39.000 PS entwickeln und dem Schiff eine Maximalgeschwindigkeit von 22 Knoten verleihen. Die 2x2 Motoren wirken auf zwei Antriebswellen mit zwei Verstellpropellern.
Gegensatz zu Kreuzfahrtschiffen weisen Fährschiffe erfahrungsgemäß eine sehr, sehr lange Lebenszeit auf. Es ist also durchaus wahrscheinlich, dass du die neue Peter Pan unter dem ein oder anderen Namen in den kommenden 30 bis 40 Jahren in europäischen Gewässern verkehren sehen. Von außen gut zu erkennen ist, dass es sich bei der Peter Pan um eine Frachtfähre handelt mit großer Kapazität für die Ladung, deren Passagierbereiche quasi als ein separater Block aufgesetzt worden sind. Dieses Konstruktionsprinzip ist derzeit beim Bau großer Fährschiffe sehr beliebt, da es große Frachtkapazitäten mit komfortablen Passagierkapazitäten sehr gut kombinieren kann.